Moin Leute, herzlich willkommen, einen schönen Samstag wünsche ich euch und ja, es geht weiter mit dem Qualifying zum großen Preis hier in Korea, genau genommen in Südkorea natürlich, Nordkorea wäre ein bisschen gefährlich. Ja, da fahren maximal die Panzer rennen. So, dann wollen wir mal zusehen, dass wir hier ein gutes Ergebnis... Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Denke ich auch, dass wir ein gutes Ergebnis hinbekommen. Und ja, wir werden als erstes mal fettes Gemisch. 5 Runden ist okay, viel mehr brauchen wir auch nicht einstellen. Wir lassen einfach mal hier für Q1 die harten Reifen. Das sollte normalerweise trotzdem reichen. Und dann haben wir dann für Q2 oder für Q3 einen Satz weiche Reifen mehr. So, und auch dieses lahme Auto vor uns lassen wir mal ein bisschen fahren. So, jetzt sollten wir aber doch zusehen. Und dann kann es mal losgehen. Ich habe jetzt gar nicht aufs Wetter geguckt, ob das hier eventuell nochmal Regen geben soll am Wochenende, aber ich denke mal nicht. So, die Kurve haben wir schon mal ganz vernünftig bekommen, die erste. Ja, das war noch okay. Das war ein bisschen besser als im Training. Noch nicht ganz astrein, aber war schon in Ordnung. Also die erste Zwischenzeit ist schon mal eine sehr gute. So, der ist es weg. Jetzt haben wir hier nämlich nochmal 2 schnelle Kurven. Weit rausgekommen, das hatten wir auch im Training schon, aber in dem Fall ging es noch gut. Also wenn man bedenkt, dass es jetzt für Platz 16 nur reichen muss, dann sieht das trotz harter Reifen ziemlich gut aus. Du bist auf Platz 2 zurückgefallen. So, ich hoffe, der D-Rester hatte eine Wunderzeit, denn wir haben hier 1,2 Sekunden Rückstand, aber es kann ja sein, dass der eine richtig gute Fahrt erwischt hat. So, dann können wir nämlich mal schauen. 6. Platz aktuell, uiuiui. Uiuiuiui. 12, 13, 15, Ein kleines Polster haben wir noch. Ist da denn noch... Ja, das sind eigentlich so die üblichen Verdächtigen da unten, ne? Ich denke mal, da können wir spulen, ne? Wir haben ja, wenn wir jetzt auf dem 16. wären, dann würde ich es nicht riskieren. Aber so können wir das, denke ich mal, machen. Ja, wunderbar. Und dann haben wir es geschafft, hier mit den harten Reifen in Q2 reinzukommen. Dann wollen wir natürlich auch direkt... da weitermachen, aber diesmal dann mit den weichen Reifen. So, die hat er auch schon vorausgewählt, wunderbar, dann können wir direkt schnell auf die Strecke, damit wir direkt am Anfang hier mal eine vernünftige Zeit dann hinlegen können. So, und wenn möglich ein bisschen schneller als eben, das heißt die Fehler, die wir uns erlaubt haben, die müssen wir abstellen. Aber mit weichen Reifen ist das gerade auf dieser Strecke schon was ganz anderes. So, muss ich ein bisschen infahren. Da sind nämlich gerade welche rausgefahren, blöderweise.
Eieieiei. Weit rausgekommen. Das war nicht gut. Da haben wir mit Sicherheit eine halbe Sekunde verloren. Aber wir müssen ja auch nur unter die Top 10. Ne? Muss ja jetzt noch nicht die beste Leistung. Am besten ist es natürlich, wenn man dann in Q3 seine beste Runde zeigt. Sofern man es dann bis Q3 schafft. Ah, da waren wir wieder ein bisschen hart auf dem Gas. Ja, ich wollte gerade sagen, diesmal sind wir auf der Strecke geblieben, aber dann kam am Ende der Fehler. So, gucken wir mal, was sagt die Zeit? 1:43,7. Ich würde sagen, die war jetzt nicht so optimal, dass wir hier einfach nochmal eine nachlegen. Sebastian ist auf Platz 3. Auch wenn die Konkurrenz derzeit hinter uns bleibt. Oh ja. Also, wir sind noch eine Sekunde langsamer hier als Hamilton, aber... Unsere eigene Zeit haben wir hier ein bisschen verbessert, aber auch nur ganz minimal. Das haben wir hier jetzt wahrscheinlich schon wieder liegen gelassen, weil das war noch nicht ganz rund. So, das Infield haben wir hier aber jetzt ganz gut gemacht. Auch wenn unsere Zeit jetzt nur ganz knapp verbessert ist. Okay, du musst dann die Bombe. Ja, leicht verbessert, aber das ist noch nicht ausreichend. Es bringt jetzt auch nichts, nochmal zu fahren, denn wir haben ja jetzt das KERS nicht, was wir sonst direkt vor der Startziel nutzen können. Also das ist aktuell der 10. Platz und zwar nur ganz knapp vor dem Grosjean. Das wird wohl nicht reichen. Das wäre mutig, ja? Sollen wir es riskieren? Oh, okay. Wir riskieren es nicht. Wir sind gerade auf 11 gefallen. Da habe ich gerade noch so den Finger dann auf den Drücker gehabt. So, nehmen wir mal den nächsten Reifensatz. Und jetzt sehen wir nochmal zu, dass wir hier ein bisschen Gas geben. Weil diese Strecke, da hatte ich mir eigentlich mehr erhofft als 11. Super, dankeschön. Ich hoffe, das Auto hat jetzt nichts abbekommen. Ne, sieht soweit gut aus. So, und das wird definitiv die letzte Runde sein für uns jetzt. Und die Zeit, die angezeigt wird, bezieht sich natürlich auf die Zeit von Grosjean. Oh, und da war ich ein bisschen mit den Gedanken woanders, nicht auf der Strecke. So, da muss ich nochmal, da habe ich den Bremspunkt total vergessen. Ja, das war ganz vernünftig.
Das können wir eigentlich schaffen, ne? Die Zeit ist abgelaufen. Fahr deine Runde noch zu Ende. Das ist die letzte Chance auf eine. So, leichter Zeit. Rückstand. Ja, das war ein bisschen zaghaft, ne? Jetzt bin ich hier so ein bisschen unter Druck. Das war ganz in Ordnung. Trotzdem Rutscher. Halbe Sekunde Rückstand. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das wird nichts mehr, Leute. Nee. Es ist bei der halben Sekunde geblieben, wenn ich mich nicht täusche. Nee. Ah, nee, gar nicht. Wir haben es fast noch geschafft. Wir haben gerade mal 5 Hundertstel Rückstand, 0,5 Zehntel Rückstand. Das ist natürlich ganz ärgerlich. Ach Mensch, schade. Na gut, Leute, also es ist leider nur Platz 11 geworden. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Da müssen wir also im Rennen dann richtig Gas geben. Aber man muss auch dazu sagen, dass wir hier in der ersten und auch in der zweiten Kurve richtig Plätze gut machen können und vielleicht sind wir ja nach der ersten Runde schon ganz vorne. Wäre schön, wenn ihr auch wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und morgen geht's dann weiter. Bis dann.